Also, was für einen besonderen Hinweis kannst du mir geben? Ich habe wieder ein Date. Mit derselben? Mit einer neuen. Tapfer fürs Vaterland gekämpft, Anwaltspaket. Ich krieg genug Dates, aber ich wüsste gern von dir, wie man küsst. Okay, erstens. Die Zunge rein- und Rumschwingnummer sollte anders ablaufen als Kloputzen. Dankeschön. Die Sache erfordert eine gewisse Zärtlichkeit, verstehst du? Ich glaube, du bist vielleicht zu aggressiv. Okay. Noch was. Ich müsste wissen, welcher Teil deiner Zunge Kontakt mit ihrer hat. Was meinst du? Ich meine, mit welchem Teil deiner Zunge berührst du ihre? Mit der Spitze, was sonst? Was? Naja, weißt du, dieser Bereich hier ist der sensibelste. Du kostest ja auch dein Essen nicht mit der Spitze. Und außerdem ist dieser Bereich der sinnlichste. Aber wie soll man mit dem Bereich Kontakt aufnehmen, ohne zu sabbern? Naja, du... Okay, wie wär's, wenn ich's dir technisch zeige? Was meinst du? Ich hab den schwarzen Gürtel im Küssen. Und ich bin unglaublich beschäftigt, also kann ich dir bitte einfach zeigen? Na schön. Okay. Okay, okay, entspann dich. Die Zunge darf nicht so hart werden. Ich denke, das ist wohl dein Problem. Okay. Okay. Besser. Wesentlich besser, aber reduzier die Zungenschwingerei. Ich habe das Gefühl, du blockierst meine Zunge, damit sie nicht in deinen Mund geht. Ja, das kann ich nicht haben. Was? Eine fremde Zunge im Mund, sowas kann ich nicht haben. Brad, das ist die Faustregel. Deine in ihren und ihre in deinen. Ich find's besser, wenn alles in ihrem Mund abläuft. Wieso? Ja, weil das so ist. Brad, genau aus diesem Grund bist du der mieseste Küsser in der Geschichte des Planeten. Also reiß den Schutzzaun ab und lass die Frauenzunge rein. Ach. Entspann dich. Waffenstillstand. Wow. Wow, ohne Frage und hundertprozentig wow. Noch ein Versuch. Du lernst wirklich schnell. Wow. Lass uns nochmal, nur so als Abschlussprüfung sozusagen. Ich weiß nicht, ob das... Moment mal, im Unterricht wird die Lehrerin nicht angetatscht. Wir müssen reden. Das müssen wir dringend, ja. Es war nur eine Kussdemonstration. Wir hatten Sex. Ist mir durchaus klar. Auf dem Boden? Das ist mir durchaus auch klar. Dann wäre die nächste Frage, was jetzt? Die beantwortet die Firma. Wir arbeiten miteinander. Das war's. Wir hatten Sex. Ja. Unglaublichen Sex. Ja. Und das war's? Ja,